Willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Witcher, der Hexer. Das Update von letzter Folge, wovon ich gesprochen habe, was gemacht wurde, das war Hearts of Stone. Ich dachte eigentlich, das wäre schon irgendwie gemacht worden. Hat es wahrscheinlich doch nicht. Ich weiß nicht warum, ist ja auch egal. Und jetzt, eins habe ich gerade schon übersprungen, das war einfach die Danksagung, dass ich es gekauft habe. Und jetzt ist hier noch Runenschmieden. Und ich dachte, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich das auch mit reinpacke ins Ittel. Deswegen Runenschmieden. In der Erweiterung Hearts of Stone kannst du eine Runenschmiede finden, die mit dem Symbol tiefliegendes Buch auf der Karte markiert ist. Dieser neue Handwerk, heißt das nicht dieses neue Handwerk? Okay, da steht Handwerker, sorry. Dieser neue Handwerker ist der einzige seiner Art. Er stammt aus einem fernen Land und kann sein arkanes Wissen einsetzen, um seine Ausrüstungsgegenstände erheblich zu verbessern. Such ihn auf und sie selbst. Okay. Noch irgendeine Meldung? Vielleicht irgendwas, was Neues? Was sind das ja eigentlich für niedliche Zeichen? Pferd, kann man hier was machen? Nee. Pferd mit zwei Stäben. Vogel mit einem Kreuz. Ein Oktopus auch mit einem Kreuz, aber ein bisschen schief. Ist das ein Hund vielleicht? Mit so einem noch viel schieferen Kreuz? Ein halber Vogel, zwei schiefe Stöcke. Und das war's, okay. So, mal sehen. Wir haben markiert noch ein Erkundungsort. Ich möchte kurz mal gucken, wo das war zum einen. Da unten. Und dann war ja das bei Ochsenfurt, dass da überhaupt nicht von irgendeiner Erweiterung, wie ich zuerst dachte. Das, ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Alles klar. Ich werde dement. Und das ist keine Altersdemenz. Weil das wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, wenn ich Altersdemenz bekommen würde. Wie gesagt, Gehirntumor, der löscht einfach alles aus. Schneller! Also wir reiten 250 Schritte in diese Richtung. Ach, Ertrunken, Alter, ich hasse euch so. Die Ertrunkenen sind die Imps im Spiel sozusagen. Die sind so nervig. Also, wie die Imps in den meisten Spielen. Imps sind irgendwie auch immer nervig. Kleine fliegende Mistviecher. Oh, Hilfe. Steig mal ab. Steig bitte ab. Danke. Ja, kleine fliegende Mistviecher, die... Nein, scheiße, ein Unhold. Das ist, ja, komm ist schön. Schon, komm näher. Hey, du. Puh. Oh, die Bombe ist ja nicht die schlauste. Piu. Oh, lauf doch nicht weg. Der heilt auch noch. Na, Glückwunsch. Wird bestimmt voll einfach gegen ihn zu kämpfen. Der ist rot. Hübsch. Brenn, du Mistvieh, brenn! Ha, ha, ha. Alter, Level 22. Es könnte eventuell... Es könnte klappen. Aua. Ich mag die Unholde voll. Die sind irgendwie... Ich finde die cool. Ey, wo rennst du hin? Lass ja plötzlich in Ruhe. Komm zurück. Fress die Bombe. Er bläst zum Angriff. Keine schlaue Idee, einem Hexer den Angriff anzukündigen. Na komm schon. Komm schon. Ah, scheiße. Die hat wieder zu ungeduldig. Immer gegen Ende vom Kampf, wenn die Ehe fast tot sind, werde ich einfach zu ungeduldig. Mein größtes Problem. Ich erinnere nur an Hannah damals. War es das? Ja. Wow. Huch, wo glitscht der hin? Bleib doch liegen. Was machst du mit deiner Hand? Möchte ich das wissen? Die sehen schon irgendwie cool aus. Die erinnern mich an Hirsche. Ich glaube, die erinnern mich an Hirsche, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Dieses Gesicht, ich bin mir nicht sicher. Also das Geweih auf jeden Fall. Aber das Gesicht, ich weiß es nicht. Banditenschlüssel und eine Notiz des Banditen und seine Frau. Kommen wir da rein? Nein, ah Mann. Da rein. Da gibt es irgendwas, was immer aufblinkt. Abgeschlossen. Wir haben noch einen Schlüssel. Ist das nicht der Schlüssel? Ah, also. Piu. Wir lesen gleich die Notiz. Ich möchte nur vorher alles mitnehmen. Es hakelt. Es hakelt unbedeutend gut. Ein Schwert, Tagesstern und eine Rüstung, die uns nichts bringen wird. Das hier, meisterlich gefertigte Wolfs Silberschwert. Hm, schön. Einfach mal nebenbei ein Ding von der Wolfsschule gefunden. War das ein Wolfsschule-Ding? Ich bin mir gar nicht sicher. So wieder. Hüpf. Hey, plötzlich. So, was wollte ich tun? Es gab zwei Dinge. Ach ja. Ich wollte lesen. Und ich wollte gucken, was wir gefunden haben. Dieses Schwert ist schlecht. Diese Rüstung ist schlecht. Diese Schuhe sind schlecht. Diese Hose ist schlecht. Wow, was für eine neue Erkenntnis. Wir finden schlechte Gegenstände. So. Notiz eines Banditens. Wie bitte, lieber Papa? Du wirfst uns vom Familiengrundstück deine jüngeren Söhne sind tun nichts Gute. Allenfalls eine Schüssel Grütze wert und Jossler gibst du auf. Oder Jöffler. Jöffler, weiß nicht. So dass wir zusehen müssen, wie wir selbst unseren Weg durch diese Welt finden. Nun, Papa, wir sind gegangen und jetzt haben wir unser eigenes Land. Es mag nur ein Hügel sein, der sich kaum aus dem Sumpf erhebt, nur wenig Bäume und Gestrüpp. Dort wird nichts wachsen, doch das betrübt uns nicht. Auf den Feldern war kein Platz für uns, also werden wir wohl nie wieder zur Forke greifen. Ach, Forke, ja, okay. Was fragst du, Papa? Wovon wir leben wollen? Das kann ich dir sagen. Wir haben von unseren Mitmenschen nicht viel Gutes erfahren und wir werden es ihnen zurückgeben. Entweder geben sie uns, was wir verlangen, oder wir enden wie du, Papa, und dein lieber Joslav mit einem Messer zwischen den Rippen. Wenn die ihrem Papa diese Nachricht schreiben und den noch aber getötet haben, welchen Sinn hatte dann diese Nachricht? Können Sie mir das erklären? Wahrscheinlich nicht. Also ich meine, der Brief wurde ja auch niemals abgeschickt, von daher ist es egal, aber trotzdem. Wenn ich jemandem eine Nachricht schreibe, warum ich gegangen bin, dann töte ich den noch nicht davor. Vielleicht war es auch nur ein symbolischer Brief. Das wird sein, wir einigen uns darauf, es war ein symbolischer Brief. So, nochmal hier rein. Wo führt uns denn Le Carte hin? Wir hatten hier jetzt noch welche. Im Gebirge. Es wird nicht einfach hier lang zu kommen. Warum wissen wir, dass hier vorne ein Schleifstein ist? Die Frage ist halt jetzt. Gehen wir da noch hin? Okay, ja, wir gehen da noch hin. So weit ist das gar nicht. Die Karte sieht immer so riesig aus. Aber das ist gar nicht unbedingt so groß. Mach langsam. Das sind nur jetzt 470 Schritte. Und die schafft man eigentlich relativ schnell. Man stellt sich immer noch vor, dass das so unglaublich viel ist. Habe ich da gerade irgendwas schreien hören? Wölfe, auf jeden Fall. Die habe ich aber nicht schreien hören, sondern jaulen. Wenn Wölfe schreien würden, wäre das etwas merkwürdig. Haben sie uns gesehen? Oh. Huh.
Entschuldigung, 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 Plätze, einfach weiter reiten. Alles ist gut. Alles ist gut, solange du im Ritt bleibst. Reit weiter. Alles ist gut, Plätze, reit einfach weiter. Alles ist gut. Bewachter Schatz, ich höre da schon wieder ein Zyklop oder so. Och nö, nicht schon wieder ein Genius. Wir hatten doch gerade erst einen. Oh, Manu. Können wir vielleicht, wenn wir jetzt schon mal hier sind, absolut Waldschrat. Nein, das ist nicht das, was ich möchte. Wir können eine verbesserte Bombe bauen. Setzt eine Giftgaswolke frei. Das hört sich erstmal schön an. Wir haben nicht so viel gesammelt, neues Zeug. Kein Wunder, dass wir nichts herstellen können. Wir haben gar nicht alle Bomben hier ausgerüstet. Ich dachte, wir könnten von dort auf alle zugreifen. Können wir aber gar nicht. Wo sind die Bomben? Verbesserter Teufelsbubist. Lege ich mal da unten hin. Samum kommt weg. Fand ich irgendwie ziemlich sinnlos. Ja, weißt du, warum meditieren wir nicht einfach noch ein Stück? Vielleicht nicht ganz so lang. Eine Stunde reicht. Okay, zwei. Der zappelt da hinten rum. Entschuldigen Sie, Herr Erdgenius. Oh, huch. Warum vermute ich, dass das bei ihm nichts bringt? Super, jetzt sind wir vergiftet, weil wir durch die Wolke gelatscht sind. Das ist ja ganz groß. Ganz schlau gewesen, Gerald. Ganz, ganz schlau. Vergiftet. Weil hier die Giftwolke ist. Und ihm macht das überhaupt nichts, oder was? Ah, Glückwunsch. Er schert sich auch einen Dreck darum, dass wir ihn angreifen. Auf so rumzuplärmen. Schlägt der mal nach uns oder wird das hier so ein guter Tanz? Uah, scheiße, ich wollte gerade noch abhauen. Kann er überhaupt brennen? Er kann auf jeden Fall doch zuschlagen. Aber er brennt nicht, oder? Was ich nicht toll. Ah, doch, also. Oh, scheiße. Geh mal weg. Sehe ich jetzt erst, dass wir fast tot sind. Aber der wird schwer. Der andere Erdgenius war nicht so schwer. Ich möchte. Kann ich ins Inventar kämpfen? Kann ich. Ich möchte mal ganz schnell, da wir ja anscheinend mehrere Tränke plötzlich verwenden können, lege ich mal hier unten noch einen Trank hin. Und nutze auch gleich mal ein. Haben wir den jetzt benutzt? Scheiße, ich habe den falschen genommen. Na gut, dann nehme ich halt den da. Damit. Sterbe einfach, ja? So, nehmen wir nochmal den oder war der alle? Nö, war nicht. Okay, das bringt bei dem echt gar nichts. Das ist völlig sinnlos, das zu erwenden. Ah, jetzt weiß ich, warum unsere Ausdauer sinkt. Weil unsere Vergiftungsding so hoch ist. Und ich wundere mich, was ist passiert. Schön, dass ich jetzt auch mal sehe. Ich bin mal gerade ein bisschen vorsichtig, wenn wir gerade aufgrund von Vergiftung schon Leben verlieren. Ist es vielleicht besser, ein bisschen vorsichtig gerade zu kämpfen. Spring nicht, bleib einfach hier unten auf dem Boden, ja? Du bist nicht so gut, du brauchst nicht zu springen. Zu viel zum Thema vorsichtig kämpfen. Okay, unsere Vergiftung geht auch langsam runter. Was schaffen wir? Ah, scheiße, das ist auch das Vergiftungsding, Geralt. Du Depp. Der greift echt nicht an. Wow, cool. Warum zappeln die Berge so?
Kommt das... Kommt das näher? Oder toll, die Mutter. Oh, scheiße. Gesundheit. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir. Lass mich raus. Lass mich raus. Warum zappeln die Berge so? Ich möchte ja nichts sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen buggy gewesen. Hi! Komm schon jetzt. Sterb endlich. Scheiße. Okay, ganz ruhig. Der hat noch ganz, ganz wenig EP. Nichts überstürzen. Schön mit der Ruhe. Hey, guck mal, er macht 6 Schaden. So viel, das wusste ich gar nicht. Na komm schon. Ich habe unendlich Pfeile und er steht da jetzt nur rum. Ich mache jetzt so weiter. Hört man meinen Klicken eigentlich? Yay! Mit dem Bogen. Armbrustding. Cool. Der war hart. Er war sehr gut. Er war ein würdiger Gegner. Hose und Anzug. Ein Hosenanzug. Pack das mal wieder weg. Oh, hier ist. Ah, da, Pilze. Wir gehen in die Pilze. So, Dankeschön. Mal sehen, was haben wir denn bekommen? Wie viel schlechter ist es denn noch als unser aktuelles Zeug? 31. Genau gleich. Die sind jetzt zwar gleich, aber da haben wir noch die Zeichenintensität drauf. Deswegen würde ich, glaube ich, die viel lieber behalten. Wobei unsere jetzige hat mehr Vitalität. Das ist das erste Mal übrigens, dass ich wirklich darauf achte. Wir behalten die, die wir jetzt gerade anhaben. Mehr Vitalität. Das ist das Argument schlechthin. So. Wir haben diesen Ort. Wir gehen weiter hier hin. Wir führen vor allem in diese Richtung. Aber vorher natürlich meditieren. Wir haben alles versoffen, was wir hatten. Also an Tränken. Und die Bomben haben wir alle weggeschossen. So, hier lang. Und das Stückchen laufen wir jetzt. Das ist nicht weit, das können wir zu Fuß hinterlegen. Hinterlegen? Nein, das ist falsch. Wir können es zu Fuß hinter uns bringen. Nein. Bewachter Schatz und eine Ziege irgendwo. Von was wird es denn bewacht? Ich sehe noch niemanden. Aber da ist Wasser. Ich tippe also auf einen Wasserweib oder so. Oh, die Aussicht ist so geil. Und jetzt sieht es aus, hätte Geralt einen Baum auf dem Kopf. So, Wasserweib. Ich glaube nicht, dass der Schatz bewacht wird von dem Gas, oder? Ah, vielleicht ja doch. Bin weg. Ciao. Ach, jetzt kommt da jemand. Es war tatsächlich ein Wasserweib. Ja, wenn die nicht aufpasst, kann ich nichts dafür. Hier liegt eine arme Kuh. Sie hat keine Arme mehr, deswegen arme Kuh. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Zurück, hier. Als nächstes... Da, zu einer Brücke. Finden wir da vielleicht einen Brückentroll? Ne, da steht jemand. Das sind Banditen. Natürlich, Banditenlager auf der Brücke. Hey du, pissst du da gerade runter? Lass das mal. Hör auf, da runter zu pissen. Los Leute, zeigt Einsatz! Oh, wo seid ihr denn? Leute? Zeigt Einsatz, aber zeigt euch überhaupt mal. Ach, da seid ihr kleinen Pisser. Jetzt bist du dran. Ja, ich bin dran und deine Arme sind gleich ab. Nämlich jetzt. Oh, da hab ich auch was umgeschmissen. Sorry, ich wollte eure Inneneinrichtung nicht kaputt machen. Danke fürs Öl. Oh, was haben wir hier noch drin? Wow, Anfänger-Rüstungs-Reparaturset. Jetzt habe ich's. Da habt ihr aber echt ganz schön gute Sachen geklaut. Oh, guck mal, der Mond. So, nächster Ort unseres
voranschreitend ist hier. Ist das hier der Baum? Ich meine, hier ist der Buckelsumpf. Und irgendwo Niederwirr. Ist das der Baum, wo wir die schwarze Schönheit befreit haben? Könnte es dieser sein? Ist eventuell möglich. Hallo, ihr Hirsche und Rehe. Das sind nur Rehe. Oder ist... Ich weiß es gar nicht gerade genau. Moment. Ich muss hier erstmal schnell die Herde ausdünnen. Es waren die Rehe und eins mit Geweih. Aber das sind doch trotzdem alles Rehe. Oh, wir haben das Rudel sauer gemacht. Reh ist Reh, egal ob es Geweih hat oder nicht. Reh ist sowohl männlich als auch weiblich. Es gibt eine Reh-Kuh und ein Reh-Mann. Da flattert auf jeden Fall mal ein Hühnchen rum. Und ich bin mir gerade nicht sicher. Und ich weiß es auch nicht, weil, naja, die Dinger, die bei mir vor dem Fenster rumlatschen, sind bei mir alles Rehe. Weil ich glaube, Hirsche sind größer. Hirsche sind um einiges größer als Rehe. Ein bewachter Schatz von... Ach, von den Hühnern. Hallo, guten Tag. Ich bin hier, um den Schatz abzuholen, von dem die Rede war in der Anzeige. Zack ihn so rum, sterb mal eine Runde. Hey, komm zurück. Ist er jetzt tot? Ich meine, er macht schöne Ballettkünste, aber... Er hat nichts verloren. Ja, das ist schön. Ist wahrscheinlich der letzte Schrei bei den Bübern. Ist gerade so ein Modeding. So, viel Holz, viel Faser und Manuskripten, magisch verbesserte... irgendwas. Ich glaube, das ist wieder eine Bombe, nehme ich an. Ein Sattel. Moment, ich muss mich gerade an meinen Rippen kratzen. So, ein Sattel. Tschüss, lustiger Drache. Das andere Ding war gleich hier vorne, glaube ich. Die waren zwei nah beieinander liegende Fragezeichen. Zerstörte Bastion. Bewachter Schatz, natürlich. Er hat nichts. Da haben wir mal durch Zufall gerade die Bärenschulen-Sachen gefunden. Die Frage ist, von was wird das hier bewacht? Vielleicht von dem anderen Wübern? Es macht mir immer ein bisschen Sorge, wenn ich nicht weiß, was hier bewacht. Es verleitet mich dazu, speichern zu wollen. Aber irgendwie kommt hier überhaupt nicht zum Angreifen. Ich dachte, wir kommen hier noch rein. Irgendwie müssen wir hier auch noch reinkommen, glaube ich. Es sieht für mich einfach sehr reingehmäßig aus. Wir haben den Schatz auch noch nicht gefunden, aber ich speichere erstmal kurz. Speichern, nochmal neu. Ich mache jetzt einfach immer einen neuen Speicherstand und lösche irgendwann die alten weg. Weil ich immer Angst habe, dass irgendwie was passiert mit einem Speicherstand oder so. Oder dass mir mal der PC abrauscht während einer Aufnahme und die Aufnahme dann weg ist. Hier muss doch noch irgendwas sein. Der Schatz wird bewacht. Wie kommen wir zu dem Bewachtyp? Ich gehe nochmal da, wo wir gerade waren, hin. Hier. Haben wir das da noch? Dankeschön. Ach, wir haben den Schatz schon gefunden. Ich glaube, das war gerade eben, was wir da aufgesammelt haben. Na gut, dann will ich mal gar nicht wissen, wer den bewacht hat eigentlich. Ich glaube, es war auch ein Wyvern. Ich nehme an, der Wyvern hat beide beschützt. Deswegen waren die so nah beieinander. Boah, wie geil das aussieht mit dem Baum da. Ach ja, bei dem Baum werden traurige Erinnerungen wach. War das wirklich der? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal dahin. Das war der nicht. Nein. Der Baum war im Sumpf, dachte ich. Ich bin mir ziemlich sicher.
ziemlich sicher, weil wir sind von Niederwirt ziemlich schnell dorthin gelangt. Das war hier die alte Eiche. Das hier ist ein anderer toter Baum, den wir jetzt erkunden dürfen. Schön! Totebäumeerkunden.de. Hui! Das ist so cool, dass das einfach so machen kann. Da müssen noch Wurzelwerke und alles sein. Da müssen jetzt voll die Beine aufreißen. Die Füße brechen. Dann kommt da unten an und hat nur noch so kleine Stumpen. Dann will ich mal sehen, wie er durch die Gegend rennt und Monster abschlachtet. Geralt, der fußlose Monsterschlechter. Hier ist hohe Fliegtieraktivität. Das ist ein Basilisk, glaube ich. Und das hat hier aber... Entspannen dich. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Mach's gut. Da ist etwas zu hoch für uns. Lauf, Geralt, lauf. Uah, was denn Basilisk sein? Können wir eventuell... Möchte... Kann ich... Nein. Uah. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir. Ich will nur da hoch. Warum wollte ich eigentlich da hoch? Ich komme nicht hoch. Moment. Schutzschild, magische Falle. Eigentlich wollte ich, dass er uns nicht mehr verfolgt. Ich glaube, dafür ist aber zu schlecht verbessert. Also ist gar nicht verbessert, um genau zu sein. Ich möchte da hoch, Geralt, geh da hoch. Ich möchte hier nicht sterben. Lauf, Geralt. Lauf, 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 lauf. Alter, laufen ist das Gegenteil von langsam gehen. Nur, wir werden verfolgt von Basilisken, der fast 10 Level höher ist als wir. Laufen wir erstmal. Perfektes Wetter für eine Reise. Aber wie komme ich denn dann da hoch? Vielleicht von der anderen Seite? Hey, gibt's ja irgendwo einen Weg. Okay, wie kommen wir da hin? Gibt's ja irgendwo einen Reisepunkt, der uns dabei helfen könnte? Nein. Ich glaube, wir werden... Ich versuch's mal noch von hier aus. Dass wir dann einfach genau am Wasser entlang gehen, zu diesem einen Dorf, was dort ist. Und von dem Dorf dann aus... Irgendwie dahin gelangen. Ist eigentlich hier noch irgendwas? Außer Erinnerungen. Ach, ich finde das so scheiße, dass wir die Mumien niemals töten konnten. Und ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann die Chance dazu bekommen. Okay. Wenn plötzlich auf das Dach krabbelt, dann lasse ich ihn erstmal. Ruf ihn gleich nochmal. Plötze das Dachpferd. Finden Sie keinen Dachdecker, rufen Sie Plötze. Er setzt... Natürlich, er trinkt. Er setzt sich auf ihr Dach und es wird nicht mal reinregnen. So, macht's gut. Ach, kommt schon, Leute. Ich habe echt keine Zeit für eure Finanzchen. Ah, Plötze konnte sich von seinem Dach lösen. Hängt aber erstmal im Geäst fest. So wie ich. So, Plötze, pass auf, wir reiten hier einfach ganz mutig lang und ignorieren alle, die hier so aus dem Wasser gesprungen kommen, ja? Hast du das verstanden, du kleines Pferd? Ich glaube ja. Er sagt nichts, also ja. Keine Antwort ist auch eine Antwort, sagte er und ritt von dannen. Ich sollte mehr so reiten, ich wollte zum Wasser. Hier sind merkwürdige Pinöpel-Dinger gewesen. Ich habe keine Ahnung, für was die gut sind. Ich möchte es auch jetzt gerade nicht wissen. Ich habe das Gefühl, diese Monster, die wir hier finden, könnten eventuell noch etwas zu stark für uns sein. Da ist ein Zelt. Langsamer. Mit einem unbekannten Ort, der uns nicht bekannt war. Hört sich komisch an, ist aber so. Immer noch? Ja, immer noch. Oh, du falsches. Wirst es nie lernen. Na, Glückwunsch. Ah Mann, wenn das jetzt richtig gewesen wäre, mit einem richtigen Angriff, dann wäre es voll gut gewesen. Weil die alle noch so auf dem Haufen standen. Ey, nicht solche Gewaltausdrücke? Was? Nicht solche Ausdrücke im Let's Play, ja? Es war kein Gewaltausdruck, ich habe keine Ahnung. Mein Gehirn, wie gesagt,
Oh Mann, nein, wir sind überlastet. Scheiße. Okay, ein Plan muss her. Was tun wir jetzt? Ich hoffe, dass das Dorf, was wir zu dem jetzt reiten, dass das ein Dorf ist, in dem man Sachen verkaufen kann. Ansonsten muss ich mir was Neues überlegen. Weiter so, Plätze. Aber auf Plätze sind wir ja Gott sei Dank ganz schnell. Pass mal auf, damit wir den Ort besser finden. Ort besser finden. So. Langsamer. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert.